Herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Super C, SC Freiburg gegen 1. FC Union Berlin. Ein Spiel im Zeichen des Europapokals. Jetzt kriegt Becker den Ball. Gut gemacht, gute Bewegung. Verschafft sich den Freiraum, bringt die Flanke. Trömel hält den Fuß rein. 1-0 Union. 10 Minuten rum. Union führt mit 1-0 in Freiburg. 23. Minute. Freiburg auf der Suche nach der Antwort. Lukas Höhler frei vor dem Tor und mit dem Ausgleich. Jetzt gibt es noch Diskussionen. Felix Brich im Gespräch mit Lukas Höhler. Es gab wohl Kontakt in den Kölner Keller. Und er gibt Handspiel von Höhler. Tor zurückgenommen. 1-0 Union weiterhin. Gut gespielt über Prömel und Becker jetzt über links, bringt die Flanke, die ist nicht schlecht, Trimmel macht ihn, 2-0 Union. Eiskalt eisern, meine Herren, zweite richtige Chance, zweite Kiste. Die lange, die sehr lange Reise hat sich bis hierhin definitiv gelohnt für den Anhang. Gut gemacht, Becker mit viel Platz, Geraldo Becker, spitzer Winkel, Becker macht ihn, 3-0 Union. Was für eine Leistung bis hierhin. Oh, Höhler kann sich durchsetzen. Höhler macht ihn. Abseits. Erstmal angezeigt. Wie gesagt, kein Abseits. 1-3. Freiburg. Trömel. Sven Michel. Könnte auf die Flanke gehen. Michel zur Grundlinie. Richtung Schäfer. Schäfer bleibt irgendwie am Ball. Schäfer macht das stark. Behrens wäre in der Mitte. Andras Schäfer macht's alleine. Andras Schäfer mit dem Abschluss. Andras Schäfer schießt Union nach Europa. Die endgültige Entscheidung in der 90. Minute. Andras Schäfer mit seinem Premierentreffer für Union Berlin. Was ist ihm das zu gönnen? Und wie stark war das gemacht? Sven Michel setzt sich gut durch, bringt dann den Ball und dann ja, bleibt Schäfer irgendwie in der Situation. Freiburg kommt nicht in die Zweikämpfe, dann auch noch an Lienhardt vorbei und dann rums. Einmal ins kurze Eck, Flecken überrascht, überlegt abgeschlossen. Und das 4-1 für Union Berlin. Und das war's. Mit 4-1 gewinnt der 1. FC Union Berlin beim Sportclub Freiburg und bucht das Ticket nach Europa. Andras, herzlichen Glückwunsch. 4-1 gewonnen. Congratulations. Just describe us this incredible goal. Erst danke. I don't know. To be honest, now I can't remember for it. I have to watch it again. I just saw that Sven got the second ball. He dribbled past two men. He could pass it back to me, and I was inside the box, so they didn't want to. So they didn't want to hurt me, and I had a good shot. So that's how. Andras, Fußballgott. Meine Lieblingsspieler. Danke, danke, Andras. Danke, danke, danke. Geraldo, herzlichen Glückwunsch. 4-1 in Freiburg. Wie geht's dir? Was sagst du? Yeah, I'm fine now. Yeah, what can I say? It's very important. Was a very important game for us. And you know, if you win this game, you take the 3 points, then everything is possible. But we know before that it will be a hard game. But in the end, we give everything. We make 4 good goals and we win this game. Du bist sehr ruhig. Dafür, dass wir uns gerade für Europa qualifiziert haben. Yeah, hast du schon realisiert? Yeah, but I'm a little bit tired. I have a little bit cramp in my stomach, but for sure I will celebrate it after this. Perfect. Then celebrate and enjoy the evening. Yes, thank you very much. Yes, thank you. Trimmi, ich würde mal als allererstes versuchen, dass wir beide erstmal ruhig durchatmen und versuchen, dieses Rock'n'Roll, was wir da gerade draußen erlebt haben, irgendwie zu verarbeiten. Ist das schon, kann das schon passieren? Nee, ich glaube, das realisieren wir erst nach dem letzten Spiel. Ich glaube, die Party kann man schon mal planen. So viel kann ich schon mal sagen. Nee, also es ist
ja, unbeschreiblich. Also ich glaube, was wir abgerissen haben als ganzer Verein, das muss man ja auch betonen, es sind ja noch, nicht nur wir Spieler, sondern da gehören ja wirklich alle dazu. Das ist schon außergewöhnlich. Also mit Conference League, mit Pokal sehr lange dabei, eine irrsinnige Belastung für alle. Ich will gar nicht wissen, wie die Reisen von den Fans so ausgesehen haben in der Saison. Von dem her kann ich nur den Hut ziehen vor jedem Einzelnen. Ich weiß es vielleicht ein bisschen früh, aber ist jetzt das vierte Jahr unter Urs Fischer. Ich habe das Gefühl, es hört ja gar nicht auf. Ich muss da irgendwann ist ja mal Feierabend nach oben. Ja, es wird immer enger natürlich. Die Luft wird dünner. Ich glaube, die Messlatte haben wir in der Saison sehr, sehr hoch gelegt. Aber das macht es ja aus. Ich glaube, wir lieben solche Herausforderungen. Wir geben nie auf. Wir werden auch das letzte Spiel noch professionell über die Bühne bringen, weil auch da ist noch viel möglich. International sind wir schon mal, aber da gibt es 3 Bewerbe. Und wir wollen schauen, dass wir so weit wie möglich da oben stehen. Eine letzte Frage noch. Du hast halt ein Kopfballtor geschossen. Ja. Bist du stolz drauf auch ein bisschen? Ja, schon. Ich glaube, der Laufweg war schon gut, aber das ist auch so gewollt vom Trainerteam. Wenn die Flanke kommt und ich da bin, dann ist es nur mehr leicht. Und ich glaube, der Ball von Geraldo war schon sehr, sehr gut. Da war es schon sehr schwer, daneben zu köpfen. Trimi, viel Spaß heute Abend, feiert und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Danke. Dankeschön. Danke.